Baby and Infant in den Startlöchern steht. Hier dreht sich alles um die Allerkleinsten von 0 bis 3 Jahren. Und ich sag, Film ab, bitte. Ich hoffe, es kribbelt schon bei all denjenigen, die unter den Nominierten sind. Nun wollen wir den Gewinner verkünden. Und dafür bitte ich unser erstes Jurymitglied auf die Bühne. Herzlich willkommen, Andrew Dobby. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Sie haben den begehrten Award gleich mitgebracht. Wollen wir ihn einmal zeigen? Das ist er. Ganz in Rot, wird ja auch öfter auf den Leinwand eingeblendet. Ja, jetzt sind wir gespannt. Herr Dobby, wir wollen die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Bitte verkünden Sie den Gewinner in der Kategorie Baby and Infant. Bitte schön. Der Gewinner in der Kategorie Baby and Infant ist die Firma Tegu mit dem Produkt Beans and Tum Tum Magnetic Wooden Block Set. Der begehrte Award. So, nun halten Sie ihn in den Händen. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Guten Abend, herzlichen Dank. Ja. Und Ihr Name bitte? What's your name? Steven. What's your name? Sorry, Steven. Steven. Hi, Steven. Yes. Congratulations. Und na, jetzt hören wir einmal, warum die Jury sich für dieses Produkt entschieden hat. Bitte, Herr Dobby. Holzspielbahnen erleben schon seit geraumer Zeit eine Renaissance in den Kinderzimmern. Das Beans and Tum Tum Magnetic Wooden Block Set aber hebt sich durch seine Kombination aus Tradition und Moderne aus der Masse hervor. Schöne, teils bunte Teile können ganz einfach via Magnet an den Seiten miteinander verbunden werden. So leicht, dass auch die Kleinen schnell ihre ersten Erfolge als Baumeister feiern können. Dieses Konzept, das geschmackvolle Design sowie das hochwertige Material überzeugten auch uns, das Beans and Tum Tum Magnetic Wooden Block Set mit dem ersten Platz in der Kategorie Baby and Infant auszuzeichnen. Vielen Dank. Steve, can I ask you one question? Yes, please. Okay, then I do it. Is there a secret recipe for the development of an innovative product which is also honored with such an award? I think it just takes a fair amount of hard work and a decent idea and a lot of people pulling together and a great organization, so yeah. Okay, thank you. And do you want to thank someone? Yes, please. I'd like to thank the jurors, the Spielwarenmesse organizers, our founders Chris and Will Hoey, our international partners like Carletto here in Germany, and all of the people that work in our factory in Honduras to make all of the toys that we make. Okay, thank you. That's your